Ich sag euch ganz ehrlich, ich kann diese Art von Kommentaren einfach nicht mehr ab. Egal was für ein Make-up-Look ich schminke, ich mache immer Paula nach. Immer. Ich habe die letzten Monate so viel runtergeschluckt, dauernd mit irgendjemandem verglichen zu werden. Und ich habe einfach so die Nase voll und möchte jetzt einfach mal ehrlich mit euch sein. Ohne auf irgendjemand Rücksicht nehmen zu müssen. Es ist wirklich mittlerweile seit Monaten so, dass egal was ich schminke, ich jedes Mal Paula nachmache. Ich gehe zum Friseur und lasse mir meine Haare heller machen. Ich mache Paula nach. Ich lasse mir ein Tattoo stechen, ich mache Paula nach. Ich schminke mich wie Figuren, ich mache Paula nach. Ich möchte wie Paula aussehen, ich möchte wie Paula reden, ich möchte wie Paula Content machen. Das alles wird mir seit Monaten vorgeworfen, obwohl ich einfach nur ich bin. Und ihr könnt euch nicht mal ansatzweise vorstellen, wie verletzend das ist. Ich traue mich seit Monaten, keine Charaktere mehr zu schminken, weil ich so Schiss habe, dauernd verglichen zu werden und als Nachmacherin beschimpft zu werden. Als Encanto rausgekommen ist, wollte ich den Look schminken, habe mir diese Scheißsachen bestellt und ich habe mich dann einfach nicht mehr getraut, weil Paula schneller war. Ich schminke Make-up-Look schon seit 2018 und da hatte ich noch nicht mal TikTok. Es gibt 100 andere Leute hier auf TikTok, die genau den gleichen Content machen wie Paula und ich. Es hat keiner erfunden. Es kann einfach nicht sein, dass ich mich nicht mehr traue, irgendwas zu posten, einfach aus Angst dauernd als Nachmacher beschimpft zu werden. Und ich sag's hier nochmal klipp und klar, ich möchte nicht wie Paula sein, ich möchte nicht wie Paula aussehen, ich möchte nicht Paula nachmachen oder sonst irgendwas. Ich bin so froh, einfach ich zu sein. Paula und ich sind von Natur aus sehr ähnlich und deswegen sind wir so eng befreundet. Paula macht auch Make-up-Trends, die ich schon vor einem Jahr gemacht habe. Es ist einfach normal, dass man ähnliche Sachen macht. Ich habe das so lange jetzt runtergeschluckt und es tat so gut, das jetzt mal gesagt zu haben. Und ich sag euch ganz ehrlich, ihr macht unsere Freundschaft kaputt damit.